So, herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako. Hier mal wieder was von meiner Seite. Ja, nach dem letzten Video mal etwas Integrierendes an der Stelle. Ja, das letzte Video, das hat natürlich einige getriggert, ganz klar. Und darum geht's mir auch. Da wirst du lachen, hä? Mir geht es darum, zum Denken anzuregen. Auch paradox, immer mal wieder ein bisschen provozieren natürlich, ganz klar. Warum die ganze Geschichte? Ja, will ich dir sagen, es geht um die Korrektur. Was heißt das, Korrektur? Das heißt, wenn das Übel, das was als Übel erlebt wird, gewandelt werden soll in das Gute, dann muss das Übel überhaupt erstmal wahrgenommen werden. Ohne das keine Korrektur. Erstmal wissen, wie die Dinge sind, was die Grundlage ist, wissen, was läuft. Wer nicht weiß, was läuft, den nenne ich dumpf, dumm. Dumm, ganz einfaches Wort. Wie kommt eigentlich die Dummheit der Menschen zustande? Das heißt, wie kommt das zustande, dass die meisten keinen Schimmer von dem haben, was läuft? Dummheit ist nicht unbedingt angeboren. Dummheit ist ein Zustand, der einen Grund hat. Und ich nenne diesen Grund Traumatisierung. Wie kann ich das erklären? Ich gebe mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Das ist schon viele Jahre her. Da war ich auf einem Lehrgang eingeladen. Das war ein militärischer Lehrgang. Und da gab es einen Tag, da gab es ein Manöver, eine Feldübung. Die sah so aus, dass die ganze Gruppe morgens um 6 Uhr angetreten ist und den ganzen Tag über Aufgaben zu bewältigen hatte. Extreme Aufgaben mit extremen Inszenierungen. Und dann konnte ich sehen, deutlich bei dieser Gelegenheit, wie verschiedene Menschen auf Stress reagieren. Je nach Stresslevel steigen die Menschen aus. Die sind dann körperlich anwesend, aber mental sind sie nicht mehr da. Die fallen dann in einen Zustand von Dumpfheit. Das heißt, man kann sie kaum mehr erreichen. Man kann sie noch erreichen, wenn man ihnen vielleicht eine Backpfeife gibt oder sie anschreit. Doch wenn sie diese starken Reize nicht bekommen, dann sind sie paralysiert im Grunde genommen. Warum erzähle ich die Geschichte? Ja, wie gesagt, um zu verdeutlichen, wie die allgemeine Dummheit zustande kommt bei den meisten Menschen. Wir alle befinden uns permanent im Stress. Und dieser Stress ist eine Inszenierung. Alles, was da medial verbreitet wird, hat nur eine Absicht, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Und wie gesagt, es gibt ein paar, die behalten die klare Sicht, auch in intensiviertem Stress. Das sind wenige. Die meisten verfallen dann einfach in die Trübheit, werden müde, kriegen nichts mehr mit, klinken sich aus. Und so ist das heutzutage. Ja, und die Dumpfen, die können nichts bewirken. Die treten in jede Mine. Die laufen über jede gespannte Schnur. Mit denen kann man ungefähr alles machen. Und worum geht es mir? Ja, mir geht es um die Bewusstmachung oder die Erweckung von möglichst vielen Menschen.
Und deshalb komme ich immer mal wieder paradox daher. Mit Themen, die, zack, die wenigstens eine lebendige Reaktion verursachen im einen oder anderen, die wieder ins Nachdenken führen können, im besten Falle, im guten Falle. Und das gelingt auch nur bei wenigen, ist meine Wahrnehmung. Die meisten genügen sich dann in Verurteilungen oder in sich angegriffen fühlen und sich verteidigen und so weiter, ihr Konzept verteidigen, die gegenwärtige Lage verteidigen, und da ist natürlich auch keine Korrektur möglich. Doch, ich tue eben das, was mir gerade so in den Sinn kommt, so wie es mir in den Sinn kommt. Ich folge da nur meinen Impulsen, ich folge da nur meinem Gewissen, also meinem Wissen aus dem eigenen Herzen. Da bin ich niemandem verpflichtet. Ich gehe da jenseits von Lob und Tadel und so weiter. Ich mache das, weil ich Lust dazu habe, weil es mir sinnvoll erscheint. Sonst würde ich das alles überhaupt nicht machen. Das ist mal auch klar. Noch ein Wort zu Spiritualität. Spiritueller Weg. Denn letztlich geht es ja um die Wesenserkenntnis. Es geht darum, aus meiner Sicht wieder zu sich zu kommen, aus dem Zustand des Außer-sich-Seins wieder in die eigene Mitte zu kommen. Gut, und es gibt sehr viel spirituelles Angebot in der Welt, sehr viel spirituelles Angebot im Internet. Und da möchte ich einen Gedanken anregen. Alles, was von dir wegführt, das kann dich niemals zu dir bringen. Ist klar, oder? Das heißt, jede spirituelle Methode, jeder spirituelle Weg, jeder spirituelle Berater, Coach, zu Deutsch Führer, oder Guru oder was auch immer, der dich in Abhängigkeit bringt, dich zum Folgen bewegt, der wird dich niemals zu dir bringen. Der wird dich weiter in die Ferne ziehen. Guck dir das ja mal an. Es gibt sehr viele, sehr abgefahrene Informationen im Internet, wenn es um Spiritualität geht. Da gibt es irgendwelche Typen, die im Weltraumanzug in der Gegend rumsitzen und Geschichten erzählen, die kein Mensch begreift. Das beeindruckt viele. Ja, so ist das. Warum beeindruckt das sie? Es ist so einfach und auch wieder dümmlich. Wenn dir einer was erzählt und du begreifst kein Wort von dem, was er da erzählt, dann kannst du den als Koryphäe ansehen, als einer, der was weiß, weil du nichts kapierst, weil du nichts verstehst von dem, was er sagt. Ja. Lass dir nichts erzählen. Oder dann gibt es ganz viele Erklärungen über außerirdisches Zeug und Zeug von vor Tausenden von Jahren und Pyramiden und Signaturen und. Das kannst du glauben und du musst es glauben, weil hat es was mit deinem Leben zu tun? Will sagen, viele laufen irgendwelcher gequirlten Grütze hinterher, die überhaupt nichts mit dem Leben zu tun hat. Das kann man machen, es wird einen nicht in die Selbsterkenntnis bringen. Die Wahrheit ist einfach.
Und wo ist die Wahrheit zu finden? Irgendwo da draußen? Nein, die Wahrheit ist zu finden genau hier, im eigenen Herzen. Das heißt, die Maßgabe für jede zielführende spirituelle Entwicklung muss sein, dass sie dich auf dich selbst zurückwirft, dass sie dich in die Unabhängigkeit bringt. Ja, und da kann ich sagen, ich mache das Ganze schon seit vielen Jahren. Mir läuft niemand nach. Kann ich wirklich sagen, ich habe es immer geschafft, dass sich die Menschen früher oder später wieder von dannen gemacht haben und ihr eigenes Ding gemacht haben. Das heißt, ich habe sie alle enttäuscht. Ja, genau, super. Alle auf sich selbst zurückgeworfen. Die machen alle ihr eigenes Ding. Niemand hängt an mir. Kein Franchising. Ich habe nichts an Verträgen verkauft. Alle sind frei. Alle bleiben frei. Alle sind frei, die mit mir zu tun hatten in den letzten mehr als 20 Jahren. Und ich bin mir bewusst darüber, dass sie was Gutes daraus gemacht haben. Und ich bin mir auch bewusst darüber, dass ich in ihrem Herzen bin und geschätzt bin. Freiheit. Mir geht es nur um Freiheit und um Selbstwirksamkeit. Ich brauche keine Schafe, ich brauche keine Folger. Ich will lediglich zum Denken anregen. Und in dem ganzen Prozess lerne ich selbst. Das ist ein weiterer Grund, warum ich das alles mache. In dem, was alles passiert ist über die Jahre, im Spiegel der Welt, sehe ich mich selbst, kann ich selbst über Ursache und Wirkung erkennen, kann mein Handeln präzisieren, kann meine Selbstwahrnehmung schärfen und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin mein eigener bester Kunde. Gut, also, ich hoffe und wünsche, dass du einen Nutzen aus dem einen oder anderen Filmchen ziehen kannst oder aus dem einen oder anderen Buch, was ich geschrieben habe. Das ist mein Wunsch, sonst gar nichts. Genau. Sonst noch was an der Stelle? Ja, komm. Kleiner Witz. Schwierige Zeiten, in denen wir leben. Mangel, ihr wisst, so ist das halt im Sozialismus. Wie komme ich zu Geld? Drei Wege will ich nennen. Ein Weg im Augenblick, wie man gut an Geld rankommen kann, ist, sich als Klimakleber zu bewerben. Da gibt es Organisationen, wo man das tun kann. Und dann bekommt man ein Gehalt ausgezahlt für Teilzeitarbeit. Mit Konsequenzen, mit Strafen hat da niemand zu rechnen. Egal, was da so rauskommt, das haben wir gesehen. Die Richter, die für gewöhnlich Menschen verknacken, die strafen da niemanden, die würdigen das als Akt von Zivilcourage und subventionieren das sogar noch. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit im Augenblick, wie es möglich ist, versorgt zu sein, wäre, indem man einfach frei heraus die Wahrheit sagt, sich auf seine naturgegebene Freiheit, Mündigkeit, Selbstbestimmung bekennt, das frei heraussagt. Und wenn man das so richtig in die Welt posaunt, dann kann es passieren, dass man ein kostenloses Quartier, staatliches Quartier bekommt, sprich Knast.
Das haben wir jetzt auch in der letzten Zeit gesehen. Razzien und Leute, die wirklich eingefahren sind. Das wäre die zweite Möglichkeit. Dann hat man keine Miete mehr zu bezahlen, hat es immer schön warm, bekommt regelmäßig Essen. Muss nur aufpassen, dass man nicht in die Psychiatrie kommt. Das ist auch schon geschehen. Da sieht es ein bisschen anders aus. Da bekommt man nämlich dann allerhand Medizin, die man vielleicht gar nicht haben will. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit und die würde ich favorisieren in jedem Fall. Und bei dieser dritten Möglichkeit geht es darum, sich wirklich bewusst zu werden, wie das eigene Leben aussehen soll. Also sich bewusst darüber zu werden, über die Frage, was will ich, wie will ich leben, in welchen Umständen will ich leben, mit wem will ich zu tun haben, was möchte ich in der Welt beitragen, was möchte ich dafür bekommen, wo wohne ich, also sprich eine komplette mentale Schöpfung im eigenen Bewusstsein anzulegen, wie das eigene Leben aussehen soll, das Ganze in Worten zu fassen, es aufzuschreiben, also es mit einem Stift in der Hand auf Papier zu setzen. Das Ganze nennt sich dann Gesetz, also ein Gesetzbuch anlegen für die eigene Verfassung, innerlich wie äußerlich, ein Verfassungsbuch, so wie ich es im Buch der Macht beschrieben hatte, und sich täglich, stündlich, minütlich, tagsüber und in der Nacht damit zu beschäftigen. Das heißt, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken und sie dort zu halten und sich in dieser Weise von der eigenen Schöpfung zu überzeugen. Sprich, den Player hier, die Person, die es gar nicht gibt, von dieser Realität zu überzeugen, bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Person überzeugt ist. Und wenn die Person überzeugt ist, dann wird sich diese Schöpfung im Außen abbilden, abdrücken. Das ist die meisterliche Variante. Ich nenne die den Weg der Selbstbestimmung. Und die ist natürlich nur von ernsthaften Praktizierenden zu leisten. Zum Glück kenne ich einige ernsthafte Praktizierende und ich kenne auch ihre Realität und kann erkennen, dass sie wirklich imstande sind, ihre Realität zu steuern. In welchem Bewusstsein tun sie das? Im Bewusstsein um ihr Wesen, im Bewusstsein um ihr allmächtiges Wesen. Ich nenne dieses allmächtige Wesen auch gerne mal den Herrn, den Allmächtigen, der unser aller Wesen ist und der im Herzen residiert. Das Herz ist die Botschaft des Allmächtigen in dieser Welt. Und wenn diesem Allmächtigen souverän die Wünsche, die Gebete, die Realitäten vorgestellt werden, in Reinheit des Herzens, das heißt ohne Zweifel, und wenn dieser Vortrag kontinuierlich aufrechterhalten wird durch die Gabe der ungeteilten, eindeutigen Aufmerksamkeit, dann werden alle Gebete erhört und erfüllt. Ja, so sieht das aus. Ist dem Herrn alles möglich? Ja oder nein? Ist dem Allmächtigen alles möglich? Ja oder nein? Ich sage ja. Doch das hilft dir gar nichts, solange du selbst nicht davon überzeugt bist. Und
Wenn du dich davon überzeugen willst, dann wirst du in die eigene Praxis gehen müssen. Und wie soll das gehen? Mit Wissen. Mit Wissen und Methoden. Und aus diesem Grunde werde ich hier wie zum 1000-mal zuvor wiederum das Buch der Macht erwähnen. Du findest die Links unterhalb dieses Videos. In diesem Buch ist alles erklärt. In diesem Buch lege ich meine eigene Geschichte dar. Ich lege die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung dar. Ich erkläre, wie die Schöpfung funktioniert, auf welcher Grundlage sie steht. Und in diesem Buch sind konkrete Methoden enthalten, die du selbst anwenden kannst, praktisch, nicht irgendwie so lala, sondern praktisch durch Vollzug. Und du wirst durch den Vollzug dieser Methoden in deine eigene Erfahrung kommen. Und jeder Erfolg in diesem Sinne wird dein Vertrauen, hätte ich früher gesagt, zum Herrn, also die Treue zu deinem Wesen, stärken. Und je stärker deine Treue deinem Wesen gegenüber ist, desto leichter, kraftvoller und müheloser wirst du deine Lebensbedingungen gestalten können, jenseits von dem, was sich da draußen abspielt. Das heißt, dann brauchst du weder einen Teilzeitjob als Klimakleber oder als Aktivist der sozialistischen Agenda tätig zu werden, noch brauchst du staatliche Herberge in Anspruch zu nehmen. Dann wirst du es selbst richten können, so wie du es haben willst. Und das ist, worum es mir im Kern geht. Und alles andere, was ich immer mal wieder so an Späßen hier in den Raum werfe, dient nur der allgemeinen, früher hätte ich gesagt Unterhaltung, doch tatsächlich meine ich genau das Gegenteil. Nicht Unterhaltung, Unterhaltung, sondern Erweckung, Erweckung, Feuer unterm Arsch und so weiter und so fort. Das war eine kleine Richtigstellung, gerade Rückung zum Zweck, dass du das einordnen kannst, was ich hier so verzapfe täglich. Ja? Also alles Gute für dich in Liebe, in Einigkeit, in Recht und Freiheit. Grüße aus dem schönen Polen bzw. Westpreußen. Ach ja, und bevor du jetzt denkst, ich wäre irgendwie einer von den schlimmen Menschen, die im Augenblick medial so an den Pranger gestellt werden. Ich habe Google auf meinem Telefon und wenn ich die Navigation einschalte, hier in Polen, dann zeigt mir die Navigation von Google alles auf Deutsch hier in diesem Gebiet. Das heißt, dann wohne ich in Gedingen und dann gibt es Sopot und dann gibt es Danzig und dann fahre ich irgendwann Richtung Koszalin und das heißt dann Köslin und dann fahre ich irgendwann nach Stettin und das heißt dann Stettin und so weiter. Hier ist alles Deutsch bei Google. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Ich berufe mich hier auf Google. Also viele Grüße aus Westpreußen nach Westdeutschland. Bis dann, wir sehen uns. Tschüssikowski.